Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Hier die neuesten Nachrichten des Tages. Bürgerlicher Tod. Thomas Gottschalk feiert der Übergriff. Oh mein Gott, heute war der schmerzlichste Tag für Thomas Gottschalk. Er war erschüttert von der Nachricht, dass er Lungenkrebs hat. Der Arzt war klar und ausführlich über den gefährlichen Zustand von Thomas Gottschalk. Die Geschichte beginnt eines Tages, als Thomas Gottschalk Atembeschwerden und enge Gefühle in der Brust verspürte. Fühlte sich selbst krank und er konnte das Gefühl nicht ertragen. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie auf die Soundfläche abonnieren, klicken, um die 24 Stunden Nachrichten zu verfolgen. Thomas Gottschalk lag zusammengekauert in der Mitte seines Hauses. Und was wir sahen, war Thomas Gottschalk, der bewusstlos erlag. Er kann diese Schmerzen in der Brust nicht ertragen. Sicherlich können diejenigen, die von Lungenkrebs gequält wurden, dieses Gefühl nachvollziehen. Thomas Gottschalk fuhr sofort ins Krankenhaus und überprüfte seinen allgemeinen Zustand. Nach 40 Minuten Untersuchung sagte der Arzt, sein Körper sei völlig normal. Das Einzige ist, dass seine Lunge im Alter von 72 Jahren an Krebs im Endstadium geleidet. Traurige Nachricht mit Schmerzen in der Brust. Dies machte Thomas Gottschalk unfähig, die Testergebnisse zu glauben, und Thomas Gottschalk überlegte, ob dies ein Fehler war. Thomas Gottschalk denkt, dass das nicht stimmt, das ist nur ein Irrtum. Und Thomas Gottschalk glaubt immer noch, dass er gesund ist und dieser Lungenkrebs feind ist. Was denkst du über diese liebe Geschichte? Bitte hinterlasse deine Gedanken im Kommentarbereich unten. Wir beten immer für die Gesundheit und den Frieden von Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk befindet sich derzeit noch im Krankenhaus und wird bestens versorgt. Thomas Gottschalk schaut gerade aus dem Fenster und denkt über seine Zukunft nach. Dunkle Tage, um diesen monströsen Krebs zu bekämpfen. Die Krankheit fordert dieses Jahr Millionen von Menschenleben. Seele muss richtig Angst haben. Das ist eine ekelhafte Sache. Und Thomas Gottschalk ist da keine Ausnahme. Er hat große Angst vor dem, was jetzt passiert. Er hat Angst, dass er diese Wirklichkeit nicht überwinden kann. Thomas Gottschalk wird laut Ärzten plan morgen um 15 Uhr an der Lunge operiert, um ihm zu helfen, sich schneller zu erholen und bald wieder gesund zu werden, damit er mehr zum Publikum beitragen kann. Obwohl der 72-jährige Thomas Gottschalk mit seinen Fans fest verbunden ist, freuen wir uns darauf, uns nach der morgigen Operation wiederzusehen. Wir senden Ihnen die neuesten Informationen. Wir werden auf die nächsten Videos zurückkommen, um Ihnen die besten und neuesten Informationen zu senden. Und jetzt Hallo und bis bald.